Halo, guten tag, dobar dan i dobrodošli u još jednu novu video lekciju. Pre neki dan smo radile rečenice sa while. Sećate se, ako niste odgledali videoklip, odgledajte ga. Dakle, uradili smo 100 rečenice i sve su počinjale sa while. Videla sam da vam se dopao videoklip, da vam koristi, da shvatate, počinjete da shvatate ili ste shvatili kako to funkcioniše u te zavisne rečenice u nemačkom. Naravno, while nije jedini od veznika koji uvodi zavisnu rečenicu i sada se bavimo onim koji je možda još poznatiji od while, a to je das. Dakle, krećemo sa, vidjet ćemo koliko ćemo odraditi rečenica sa das na jedan vrlo interesantan i zanimljiv način. Dakle, obavezno odgledajte film, ovaj video klip, dobro, možete putiti neki film, do kraja i ne zaboravite da, ako vam se dopada ono što radim, ako vam se dopadaju klipovi, dakle, se pretplatite na kanal, pritisnite dugme subscribe i naravno lajkujte video, jer to meni znači, znači YouTube-u da vidi da vam se ja sviđam, a vam je to samo jedan klik, jel tako? Ok, ako ste spremni, krećemo odmah. Dakle, kao što smo rekli, das, das, das. Es tut mir leid, dass ich nicht kommen kann. Es tut mir leid, dass ich nicht kommen kann. Žao mi je što ne mogu da dođem. Ich kann nicht kommen. Ich kann nicht kommen. Obratite pažnju. Ich kann nicht kommen. Dakle, na drugom mestu je modalni glagol. U normalnoj rečenici. U das rečenici. Dakle, samo pratite to što je u toj, da je nazovemo normalnoj rečenici. Na drugom mestu i to u toj das rečenici dolazi na kraj. Dakle, ich kann nicht kommen, es tut mir leid, ich denke, ich glaube, ich sage, dass ich nicht kommen kann. Okay. Es tut mir leid, dass ich sie gestört habe. Žao mi je što sam vas uznemirio. Es tut mir leid, dass ich sie gestört habe. Dakle, ja sam vas uznemirio u perfektu. I habe sie gestört. I habe sie gestört. Ja tako, u perfektu pomoćni glagol haben ili sein, u zavisnosti od glagola, stoji na drugom mestu. U das rečenici na kraju. Dakle, ich habe sie gestört, es tut mir leid, ich denke, ich glaube, dass ich sie gestört habe. Es tut mir leid, dass ich sie gestört habe. Es tut mir leid, dass ich Ihnen nicht helfen kann. Es tut mir leid, dass ich Ihnen, pazite, nicht helfen kann. Dakle, helfen je ovde glagol glavni i kome pomažemo, dativ. Ihnen je vama, pošto je veliko i, Ihnen, vama, persiranje. Also, original rečenica bi bila, ja vama ne mogu da pomognem. Ich, ne možemo Ihnen, ja vama, kao što to možemo kod nas. Dakle, čim je drugo mesto, mora da bude glagol. Imamo model, znači on mora na drugom mestu. Ich kann Ihnen nicht helfen. Ajde, tu ćemo da napišemo. Ich kann Ihnen nicht helfen. Ja mogu vama ne pomoći, ne mogu da vam pomognem. Ich kann Ihnen nicht helfen. Dakle, model na drugom mestu. Es tut mir leid, dass ich, preskočem drugo mesto, nego čitam dalje, Ihnen nicht helfen i onda ovo sa dvojke na kraju. Kann. Es tut mir leid, dass ich Ihnen nicht helfen kann. Znači u glavi samo kad pričate polako, preskačete ovo što hoćete inače da stavite na drugo mesto, ovaj kann, i stavite ga na kraj. Evo jedna malo kraća, samim tim i malo lakša. Ich denke, dass du recht hast. Ich denke, dass du recht hast. Dakle, ti si u pravu. Du hast recht.
Du hast recht, u pravu si. Ovdje imamo samo jedan glagol, to je glagol haben u svom osnovnom značenju, imati. Ti imaš pravo, du hast recht, ich denke das du. Preskačem drugo mesto, ich denke das du, recht hast. Woher weißt du, dass zurückgekommen ist? Imamo sad jedan lep uvod ovdje, woher weißt du, odakle ti znaš? Kao ono, woher kommst du, odakle ti dolaziš, oda woher kommen sie, odakle dolazite, e sada je woher weißt du, odakle znaš, ili woher wissen sie, odakle vi znate, dass zurückgekommen ist. Znači, šta se ovdje desilo? On je došao, kako ću da kažem, on je došao u perfektu. Ist zurückgekommen. Dakle, sad nam je pomoćni glagol sein, jel tako? Pošto je glagol kretanja. Ist zurückgekommen. Dakle, drugo mjesto. Ist. Woher weißt du, dass zurückgekommen ist? Dakle, preskoče drugo mjesto i stavljam ga na kraju. Recimo, mogli smo da kažemo gestern. Woher weißt du, dass gestern zurückgekommen ist. Znači, ist gestern zurückgekommen. Znači, svejedno je šta ide. Samo ovo ist se vraća na kraj. Ovo sve reči koje su dalje u rečenici prepisujemo. Ili, mogu da kažem, on je juče došao avionom. Ist gestern mit dem Flugzeug ist gestern mit dem Flugzeug zurückgekommen. On je juče avionom se vratio. Znači, woher weißt du, dass gestern mit dem Flugzeug zurückgekommen ist? Šta hoću da vam pokažem? Da, znači, ide subjekat, pa samo preskačete glagol koji je na mjestu broj 2 u ovoj das rečenici, nego čitate, mislim čitate, ako čitate ili zamišljate u glavi, pričate sve ono ostalo što imate, gestern, mit der Flugzeug, mit Marko i tako dalje. Particip, zurückgekommen i na kraju ist. Es tut mir leid, sljedeća, dass ich zu spät gekommen bin. Žao mi je što sam suviše kasno došao. Znači, ich bin zu spät gekommen. Je tako? Došao sam suviše kasno. Ich bin zu spät gekommen. Ich bin. Bin, obratite pažnju to bin, zato što je dom na mjestu broj 2, ta dvojka je bitna, dvojka ide am Ende. Znači, es tut mir leid, dass ich zu spät gekommen bin. Ich bin zu spät gekommen, es tut mir leid, dass ich zu spät gekommen bin. Ich möchte, dass Sie mit uns zu Abend essen. Ja bih želeo da vi sa nama večerate. Dakle, glagol je zu Abend essen ili zu Mittag essen ručati, zu Abend essen večerati. I ja želim da vi sa nama večerate. Ich möchte, dass Sie mit uns zu Abend, glagol je essen na kraju. Man kann sagen, dass heute alles sehr teuer ist. Dakle, što u stvari man kaže? Šta se kaže? Kaže se, jao, danas je sve tako skupo. Heute ist, je tako? Heute ist alles sehr teuer. To mi je original rečenica. Heute ist alles sehr teuer. Znači, ist je glagol. Man kann sagen, dass heute, preskačem, alles sehr teuer ist. Man kann sagen, dass heute alles sehr teuer ist. Ili ich denke, dass heute alles sehr teuer ist. Ili meiner Meinung, odnosno, ich bin der Meinung, dass heute alles sehr teuer ist. Alle wissen, dass die Künstler ein bisschen verrückt sind. Nadam se da se neće neki umjetnik
uvrediti te u pozitivnom smislu kad kažu da je neko malo luckast, znači nije onako neki običan tip, gewöhnlicher Typ, nego ungewöhnlicher Typ. Dakle, alle wissen, dass die Künstler ein bisschen verrückt sind. Original rečenica. Die Künstler sind, znači die Künstler sind ein bisschen verrückt. Alle wissen, dass, preskočen sind, die Künstler ein bisschen verrückt sind. Du weißt doch, dass ich keine Zeit habe. Znači, znaš već da nemam vremena. Ja nemam vremena. Ich habe keine Zeit. Und du weißt, dass ich keine Zeit habe. Dakle, prvo kažem ich habe keine Zeit und du weißt, dass ich keine Zeit habe. Es tut mir leid, dass er ihnen nicht helfen kann. Koje podsjeća nekad kad imam neke časove na Skype-u, kad učim sa nekim zajedno i onda vidim kako, ja kažem, na gurku, znači đak, učenik, pokušava da smisli rečenicu, recimo ovo, žao mi je što on vama ne može da pomogne. I sad ima u glavi sve i zna da treba glagol na kraju, modalni i tako dalje, i onda to sad ovako teče. Es tut mir leid, dass er, znači vama, to je kome čemu, vama dativ zamenica, ihnen, da se ja ihnen, pomoći helfen, aha, nicht helfen kann. Znači, bukvalno kao nekad se osjećam, ja sad moram onako da hajde, 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 možeš ti to, možeš ti to, možeš ti to, i na kraju se uspe, izgovori se ta rečenica uspešno, znači kao auto na gurku, kad se malo se pogora, pa auto upali na kraju, tako mi nekad asocijacijama. Dobro, možda nije baš najlepše. Idemo dalje. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Ajde ovo da napišemo istu rečenicu, samo persiranje. Ja se nadam da ste vi dobro. Ich hoffe, dass es ihnen gut geht. Znači, vi geht es ihnen, ili wie geht es dir. Znači taj geht je tu glavni glagol, on je na drugom mestu u pitanju, ali ove das rečenici je na kraju. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Da to nešto tebi dobro ide. Dass es dir gut geht. Und dass es ihnen gut geht. Da ste vi dobro. Ich hoffe, dass das wahr ist. Znači neko kaže, ich werde dir morgen das Geld zurückgeben. Znači, sutra ću ti dati novac. Ich werde dir morgen Geld zurückgeben. Glaub mir, veruj mi. I vi kažete, ok, ich hoffe, dass das wahr ist. Kako ćemo reći, recimo, nadam se da me ne lažeš. Ich hoffe, dass du mene, znači ti lažeš mene, dass du mich nicht lügst. Ich hoffe, dass das wahr ist. Ich hoffe, dass du mich nicht lügst. Okay. Ich hoffe, dass sie und ihre Frau eine gute Reise haben. Znači, nadam se da vi i vaša žena lepo putovanje imate, da vam je prijatno putovanje. Angenehme Reise haben, možemo također reći. Ich hoffe, dass sie und ihre Frau eine gute und angenehme Reise haben. Znači, angenehm, prijatan. Eine angenehme Reise haben. Ich hoffe, dass das, was sie essen, gesund ist. Interesanta rečenica. Das. Znači, mogu da se dva dasa spoje. Jedan das mora da ima dva s, a ovaj sljedeći ne može, ovaj mora da ima samo jedno s. I tu je u smislu, u funkciji zamenica, znači ja se nadam da to što jedete zdravo je. Ich hoffe, dass das, was sie essen, gesund ist. Ich hoffe, dass das, was sie essen, gesund ist. Ich hoffe, dass du dich wohl fühlst. Ich hoffe, dass du dich wohl fühlst. Also, nadam se da se dobro osjećaš. Ja, ich fühle mich
wohl. Pazite taj glagol. Znači, to je zapravo glagol wohl fühlen. Dakle, nemoj ovo wohl prefiks. Wohl fühlen je zajedno osjeća se dobro. Znači, ich fühle mich wohl, pre nego ich fühle mich gut. Ok, ich fühle mich gut, aber ich fühle mich wohl. Dobro, sad su. Ich hoffe, dass ihr zu meinem Geburtstag kommen könnt. Ovdje imamo lep primjer za drugo lice množine. Znači, ja se nadam da vi, ne persiranje, nego drugo lice množine, da vi na moj rođendan doći možete. Dakle, ihr könnt zu meinem Geburtstag kommen. Ihr könnt zu meinem Geburtstag kommen und ich hoffe, dass ihr zu meinem Geburtstag kommen könnt. Sećate se. Broj 2, ide na kraju. Ich hoffe, dass er später kommen kann. Nadam se da može da dođe kasnije. Er kann später kommen. On može da dođe kasnije. Ich hoffe, dass er später kommen kann. Ich habe gesagt, dass er verrückt ist. Ich habe dir gesagt, dass er verrückt ist. Er ist verrückt. Glaub mir, er ist verrückt. Ich habe gesagt, was hast du gesagt? Ich habe gesagt, dass er verrückt ist. Znači, er ist verrückt, lud je. Ich habe gesagt, dass er verrückt ist. Er glaubt nicht, dass sie schon angekommen sind. On ne veruje da su oni već stigli. Sind, dobro, sind sie angekommen? Sind sie angekommen? Da li su oni stigli? Sie sind angekommen. Stigli su. Aber er glaubt das nicht. Er glaubt nicht, dass sie angekommen sind. Dass sie schon, dass sie već angekommen sind. Ich wollte nicht, dass das passiert. Opet imamo das. Ich wollte nicht, dass das passiert. Ja nisam želeo da se das, da se to desi. Ich wollte nicht, dass das passiert. Es ist klar, dass er recht hat. To smo radili. Er hat recht. On je u pravu. Ich denke, dass er recht hat. Es ist klar, dass er recht hat. Ich bin der Meinung, dass er recht hat. Denkst du auch, dass er recht hat? Ich bin mir nicht sicher, dass er recht hat. Es ist offensichtlich, dass er recht hat. Znači, očigledno je. Ovo je lepa reč. Offensichtlich. Očigledno je. Es ist offensichtlich, dass er recht hat. Und es ist offensichtlich, dass das eine gute Idee ist. Očigledno je da je to dobra ideja. Ist das eine gute Idee? Was denkst du? Ist das eine gute Idee? Ja, natürlich. Es ist offensichtlich, dass das eine gute Idee ist. Mein Kollege glaubt fest daran, dass er die neue Stelle bekommt. Moj kolega čvrsto veruje u to da će on dobiti to radno mesto. Mein Kollege glaubt fest daran, dass er die neue Stelle bekommt. Er bekommt die neue Stelle. On dobija novo radno mesto. Er bekommt die neue Stelle und er glaubt fest daran, er denkt, dass er die neue Stelle bekommt. Möchtest du, dass ich jetzt gehe? Ich gehe jetzt. Idem. Ich gehe jetzt. Möchtest du, dass ich gehe? Idem, da ich jetzt gehe. Er glaubt mir nicht, dass ich schon um 8 Uhr hier war. Danke. Ja sam bio ovde u 8. Ich war hier schon um acht, već u osam. Ich war hier schon um 8 Uhr. Ich war hier. Aber er glaubt mir nicht, dass ich schon um 8 Uhr hier war. Willkommen, mein Freund. Ich habe schon gedacht, dass du mich ganz vergessen hast. Willkommen, mein Freund. Dobrodošao, prijatelju.
već sam pomislio da si mi ti zaboravio. Ich habe schon gedacht, dass du mich ganz vergessen hast. Du hast mich vergessen. Ti si mene zaboravio. Du hast mich vergessen. Ich habe gedacht, dass du mich vergessen hast. Dakle, šta mislite vi o svemu ovome i ovome, ovoj das varijanti kombinacije? Dakle, samo je bitno da ne žurite sa tom das rečenicom, dakle da je, ne trudite se da je što pre onako izbacite ako još uvek niste sigurni, nego polako ređete u glavi. Ima da vam pročitam još nekoliko, inače ovde su rečenice iz knjige moje 10.000 rečenica, tako da evo sad ćemo otići da potražimo još neku. Zum Beispiel, da vidimo, ima ih 520 u ovoj knjizi. Da. Evo recimo, ich finde es sehr nett von Ihnen, dass Sie mich abholen. Mislim da je veoma ljubazno od vas što ste došli po mene. Dakle, ich finde es sehr nett von Ihnen, dass Sie mich abholen. Glagol na kraju, iako je sa razvanim prefiksom, ne razvaja se. Ich bin krank, das bedeutet, dass ich heute nicht arbeiten kann. Bolestan sam, to znači da danas ne mogu da radim. Ich kann heute nicht arbeiten. Das bedeutet, dass ich heute nicht arbeiten kann. Ich hatte keine Ahnung, dass du heute Geburtstag hast. Nisam imao ni pojma da ti je danas rođendan. Du hast heute Geburtstag, ja, aber ich hatte keine Ahnung, dass du heute Geburtstag hast. Er hat vorgeschlagen, dass ich ihn zur Party begleite. Šta je predložio? Da ja idem sa njim na party. Imamo dve lepa glagola ovde. Vorschlagen i begleiten. Vorschlagen, predložiti. U perfektu er hat vorgeschlagen. I begleiten, ispratiti nekoga. Ili pratiti nekoga na putovanju. Ići s nekim na zabavu. Dakle, er hat vorgeschlagen, dass ich ihn zur Party begleite. Glagol na kraju. Imamo još neki. Ich kümmere mich darum, dass die Kinder rechtzeitig ins Bett gehen. Znači, ja se brinem o tome da deca u pravo vreme, na vreme, u krevet idu. Glagol na kraju. Ich kümmere mich darum, dass die Kinder rechtzeitig ins Bett gehen. Sich kümmern um, brinuti se nečemu. Denkst du, dass es möglich ist? Veruješ li da je to moguće? Denkst du, dass es möglich ist? Ja, es ist möglich. Ich denke, dass meine Nachbarin mich nicht mag. Znači, meine Nachbarin mag mich nicht. Und ich bin mir sicher, ich denke, dass meine Nachbarin mich nicht. Glaubt dein Kollege fest daran, dass die neue Stelle bekommt? Sličnu smo radili. Dakle, glaubt fest daran, dass die neue Stelle bekommt. Fürchtest du, dass es regnen wird? Es wird regnen. Pašće kiša. Es wird regnen. Fürchtest du, dass es regnen wird? Ili fürchtest du, dass wir spät zum Abendessen kommen werden? U svakom videoklipu kinem po jedan. Fürchtest du, bojiš li se, dass wir spät zum Abendessen kommen werden? Ovdje imamo sa budućim vremenom dve. Znači, mi ćemo zakasniti na večeru. Wir werden zum Abendessen spät kommen. Znači, wir werden. Werden je na drugom mjestu. E sad, fürchtest du, dass wir spät zum Abendessen kommen werden. Onda ide na kraj. Warum fürchtest du dich so sehr, dass nicht kommt? Kommt nicht.
on neće doći. Warum fürchtest du dich so sehr, dass nicht kommt? Ich denke, dass das ihre Adresse ist. Sećate se, das. Ich denke, dass das ihre Adresse ist. Mislim da je to njena adresa. Das ist ihre Adresse. Ich denke, dass das ihre Adresse ist. Nadam se da smo uspeli u ovome das, kao što vidite ovih das rečenica u ovoj knjizi imate, da ne kažem milion, imate 520, znači sa das. Tako da svako ko je kupio knjigu može da uradi isto ovo što i ja, dakle obeleži das, ide na find search i vežba rečenice sa das, pa onda sa while, pa onda sa nečim drugim. Ok, vidimo se u narednom klipu. Tschüss.